I've been waiting for this moment for so long. An answered prayer, I know you are the one. I give to you. Heute fahren wir nach Las Palmas, in die Inselhauptstadt, und gehen dort ins Museum Canario und anschließend in den Garten, ja, den Canario, so heißt es richtig auf Spanisch. Ein Problem wird sein, in der Hauptstadt einen Parkplatz zu finden. Wir werden sehen. Sonst mit meinem Parkhaus fahren. Ich habe hier noch eins angekreuzt. Ja, wenn man sich auskennt, ist auch kein Problem, aber alles mit Einbahnstraßen. Ja, du musst die Straße eingeben. Dann bringt das mal weg. Letztendlich hatten wir Glück und bekamen fast genau vor dem Museum einen Parkplatz. Das Kanarische Museum wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und liegt inmitten der historischen Altstadt von Las Palmas, im Stadtteil Vegueta. In seinen 11 Ausstellungsräumen zeigt das Museum eine bedeutende Kollektion an Fundstücken, die Aufschluss über die Geschichte der 7 Kanarischen Inseln gibt. Die archäologischen Erkenntnisse, die an den verschiedenen Fundstätten auf Gran Canaria im Laufe der Jahre gemacht wurden, sind für jeden zugänglich, der sich für das Thema interessiert. Das 1879 auf Initiative von Gregorio Chili Naranjo gegründete Museum Canario zeigt eine ständige Ausstellung über die ursprüngliche Bevölkerung der Kanarischen Inseln. Der Großteil der vollständig erhaltenen Objekte und Fragmente stammen von Gran Canaria, etliche auch von anderen Inseln. Darunter sind keramische Gefäße, Idole wie das Idolo de Tara, und mehr als 200 Pintaderas, was so viel heißt wie Stempel. Dazu kommen Stein- und Knochenwerkzeuge, Kleidung aus Fell und pflanzlichen Fasern sowie pflanzliche und tierische Produkte. Neben anthropologischen Sammlungen und ganzen Wohnszenarien sind Fruchtbarkeitsidole, Keramiken, Werkzeuge, eine Nachbildung der Cueva Pintada, Totenköpfe, Skelette und Mumien ausgestellt. Das Museum Canario enthält die größte archäologische Sammlung altkanarischer Funde des gesamten Kanarischen Archipels und vermittelt somit einen umfassenden Eindruck der untergegangenen Kultur. Somit ist es wohl die wichtigste Institution weltweit hinsichtlich der Erforschung der damaligen Urbevölkerung. Die Dokumentation ihrer Lebensweise und Kultur vom Zeitpunkt der ersten Besiedlung der Kanaren bzw. Gran Canarias um 500 v. Chr. Bis zur spanischen Eroberung 1500 nach Christus bildet das Kernstück der Ausstellung. Die Kollektion an Mumien und Guanchenskeletten, ein Glanzstück der Ausstellung, ist eines der meist fotografiertesten Motive. Wenn man die Vitrinen betrachtet, fühlt man sich wie in einem wissenschaftlichen Labor aus einer anderen Zeit. Außerdem verfügt das Museum über eine umfangreiche Bibliothek mit mehr als 40.000 Bänden und allen auf Gran Canaria erschienenen Zeitungen. Thank you.
Nach diesem interessanten Einblick in die Kultur und Lebensgeschichte der Altkanarier verlassen wir das Museum und fahren zu unserem zweiten Anlaufpunkt am Stadtrand von Las Palmas. Unterhalb von Tafira Alta am Hang und im Tal des Barranco de Guini Guada liegt der Kanarische Garten. Offiziell heißt er Jardín Botánico Canario, Villera y Clavijo, nach dem großen kanarischen Historiker José de Villera y Clavijo. Der Park ist eine Oase der Ruhe. Hier werden unter anderem endemische Pflanzen kultiviert. Die ersten Büsten, denen wir begegneten, sind dem Naturforscher und seiner Frau, Annemarie und Günther Kunkel, aus Mittenwald gewidmet, die 13 Jahre auf der Insel und im Park forschten. Barranco. Das ist der Barranco. Mhm. Wie tief der hier runter ging. Ist der Hans auch schon durchgewandert ist? Ich weiß nicht, ob man hier wandern kann. Nein. Alles zugewachsen, siehst du. Mhm. Also, der Anfang ist schon mal ganz schön. Für freien Eintritt. Und vor allen Dingen so viele Gärtner, so viele Arten von Pflanzen hier. Schon toll. Guck mal hier, die riesen Kakteen. Wir haben alles zusammen. Kakteengarten, Botanik der Insel, alles auf engstem Raum. Der Jardín Canario wurde 1952 von Erik Sventenius, einem Schweden, gegründet. Sein Traum war es, an diesem Ort eine Sammlung der gesamten kanarischen Pflanzenwelt anzulegen und für jede Pflanze die optimale Bedingungen zu schaffen, damit sie wie in ihrem Habitat gedeihen könne. Der große Naturfreund widmete dem Garten sein ganzes Leben. Er bedachte sämtliche Details, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft, damit die ausgewachsenen Pflanzen auch viele Jahre später miteinander harmonieren würden. Wir waren ja noch früh da. Na, das ist, wenn es was umsonst gibt. Na gut, darum, wir hätten noch Eintritt bezahlt. Ja, ja. Haben Sie da ausgestellt? Bauern. Gerätschaften. Ja. Das ist ein Wasserkanal, wo sie die Bewässerung hier gesichert haben vom Park. Gehen wir zu Cueva de los Volcanos. Dann wird die steile Treppe sein, wo sie angesprochen haben. Ja, die ist aber noch gut begehbar.
nichts im Garten blieb dem Zufall überlassen. Dank der bewundernswerten Arbeit von Sventenius können wir heute hier einen der bedeutendsten botanischen Gärten der Kanarischen Inseln und mit 27 Hektar sogar den größten botanischen Garten Spaniens bewundern. Das Leben des Botanikers Erik Sventenius wurde am 23. Juni 1973 durch einen tragischen Verkehrsunfall beendet. Seither befindet sich sein Grab, das von den Mitarbeitern des Gartens jährlich geehrt wird, in einem ruhigen Winkel im Schatten der Lorbeerbäume. Kommen. Jetzt können sie aber bald kommen. Sackgasse. Am oberen Ausgang bzw. Eingang befindet sich eine weitere Skulptur vom Historiker José de Ivera y Clavijo. Hier war der andere Parkplatz, ne? Genau. Der Parkplatz im oberen Bereich ist aufgrund seiner geringen Größe vorwiegend für die Gäste und Besucher des Hotels Jardín Canario vorgesehen. Das Werk Erik Sventenius und die Konsolidierung des einzigartigen Gartens wurde nach seinem Tod von anderen Naturforschern fortgesetzt. So verfolgt der Botanische Garten heute verschiedene Projekte zur Erforschung der endemischen Flora des Kanarischen Archipels. Im zentralen Bereich des Botanischen Gartens wurde zu Ehren diesen Naturforschern des 18. und 19. Jahrhunderts der Brunnen der Weisen angelegt, deren Arbeit zur Erforschung und Kenntnis der kanarischen Natur und Flora in der ganzen Welt beitrug. Durch den beeindruckenden Sukkulentengarten geht es in Richtung Ausgang. Hier stehen baumdicke, kaktusähnliche Exemplare. Guck mal, wir haben Winterfell an. Ist ja Winter. Hä? Ist ja Winter. Ist ja Winter. Oh, picken tun sie auch. Hä? Picken tun sie auch. Die ersten zwei Wurzeln. Schon komisch. Ganz komisch. So verlassen wir diesen schönen Naturbereich und ziehen am Ende unseres Rundgangs ein Resümee. Und was hältst du von dem Park? Super. Doch, schöne Stellen dabei. Auch verwildert, um Gottes Willen. Ja, aber nicht hier unten. Nein. Aber dafür, dass er kostenlos ist, ist alle sehr, Achtung. Sehr, sehr schlecht. Ja. Sehr schlecht. Schön. Auch wenn du ein oder zwei Euro Eintritt bezahlt hättest, sie können es verwenden für die Pflege. Ne? Mhm. Und sind auch wirklich viele Leute hier, obwohl so aus. Außerhalb von. Ja, musst du wissen, musst du gelesen haben. Ja, weil normalerweise fährst du ja. Sonst hast du da keine Chance. Nö. Nee. Gut, wenn, je nachdem von wo man kommt, steht dann. Ja, okay. Ja, dem Botanico. Ja, ja.
dann könnten wir, ja, fährt man mal hin. Aber ist das so eine Straße, sind wir noch nie gefahren, oder? Nee. Sind wir, wenn, dann sind wir hier durchgefahren, Autobahn. Ja. Dann werden wir gleich noch drauf fahren für auf die Rückfahrt. Ich denke, wenn wir so früh dran sind, dann können wir.